This is how the story went. I met someone by accident. Blew me away. Blew me away. And it was in the darkest of my days when you took my sorrow, yeah, you took my pain and buried them away. Wish I could lay down beside you when the day is done and wake up to your face against the morning sun. But like everything I've ever known, you disappear one day. So I spend my whole life hiding my heart. That brought me here. It's calling me home. It's calling me home. I wish I could lay down beside you when the day is done and wake up to your face against the morning sun. But like everything I've ever known, you disappear one day. So I spend my whole life hiding my heart away. No! Get the fuck! No! This is mine! Get the fuck out of here! No! Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ey, das ist nur frech jetzt. Ihr streitet euch die ganze Zeit und dann wollt mich verarschen. Wie war's frech? Das ist absolut regelkonform. Ja, wir waren in der Zeit. In der Zeit, der Bus war schon abgefahren, hat er gesagt. Der Bus war gar nicht abgefahren. Der Bus hat noch gewartet, der Busfahrer hat mich noch begrüßt. Ich habe sogar noch ein Ticket gekauft im Bus. Hallo, wer bist du? Hallo, ich bin Julia, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Nordrach, aus dem Schwarzwald. Hi Julia. Hi Julia. Super, ich freue mich so. Lass uns das bisschen Unangenehme erstmal abhaken und dann kommen wir hierzu. Okay. Ich habe mich nicht umgedreht, weil es mir ein bisschen, die Art und Weise, wie du singst, mir ein bisschen altbacken war. Also es war nicht so modern, ich hätte mir das moderner gewünscht. So, das war's schon. Jetzt. Okay. Julia, ganz kurz, bevor Break Gabi jetzt hier. Nein, ich war gerade dabei zu sprechen. Ich habe schon gehört, du hast einen Song gesungen auf Englisch mit Akustikgitarre, du kommst aus dem Schwarzwald. Ich weiß, wie das hier läuft. Das landet am Ende bei Ray Gavi immer sowas, ne? Also in deinem Kopf ist jetzt, ich gehe auf jeden Fall zu Ray Gavi, aber wenn Alice was extrem Liebes sagt, vielleicht noch Alice. Und vor sie geht wieder leer aus. Es geht mir auf die Eier. Weißt du was, ich wollte Commitment zeigen, ich wollte Überzeugung zeigen. Ich habe gesagt, weißt du, du hast es gerade mitten das Lied verkackt und ich habe gesagt, nee, du bist geil. Ich habe dich hier im Herz gehabt, ich gesagt, halt, nee, jetzt kämpfen wir zusammen. Ich komme mit dir, ich zeig's dir, ich bin bei dir. Mann! Aber dann darauf fällst du rein, oh, ich muss damit schippen mit meinem Herz und du bist kommst. Ich hab, du hast es verkackt, ich hab draußen gedrückt und das war das nicht. Weißt du, irgendwie so, ich mache Musik seit vielen Jahren, irgendwie so. Und damals, als ich in der Kneipe noch gespielt habe, du kommst aus Freiburg, aus Schwarzwald. Kennst du den Dublin Pop? Den Dublin Pop? Ja, ich habe da Musik gemacht und ich habe dich wirklich, fühl dich in meinem Herzen. Und ich glaube, wenn du das Herz hast, irgendwie so. Okay, bist du fertig, Marc? Ja. Bist du fertig? Okay. Also, diese zwei Jungs, die werden wahrscheinlich die ganze Zeit noch Witze machen. Ich will dich ernst nehmen als Künstlerin, als Sängerin. Ich fand deinen Auftritt wirklich toll. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich mich umgedreht habe. Bisschen länger? Sie war schon im Gitarrpacken, also sie war schon weg. Sie war nicht weg! Sie war schon am Merchstand und hat schon T-Shirts verkauft, als du beschlossen hast, ich drehe mich um. Aber
Also ich kann dir versprechen, dass du bei den zwei sehr viel Witze und Spaß haben wirst in der Gruppe. Bei mir wirst du wirklich was lernen. Ja. Aber trotzdem, ich bin dieses Jahr neu im Team und deshalb gebe ich mir noch so viel Mühe. Und ich habe in meinem Team niemand, die so eine Stimme hat wie du, weil sie sehr einzigartig ist. Wirklich, das kann ich dir sagen. Julia, wir haben jetzt hier drei Coaches, die sich für dich interessieren. Wir haben hier zu meiner linken Seite den Herrn Ray, der sich sogar umdreht, wenn du verkackst, ne? Der also immer für dich da ist. Dann haben wir hier zu meiner Rechten haben wir Alice, die das ernster meint als die anderen beiden, weil sie neu ist und sich deswegen noch anstrengt. Und da drüben haben wir Mark, der einfach nur dasselbe gesagt hat wie Ray. Okay, ist done. Jetzt musst du dich entscheiden. Ja. Ich bin so ein Fan und ich hoffe, du kommst für mein Team. Hör auf dein Herz. Ich geh zu Ray. Yeah! Yeah! Amazing.